Ja, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video und man sieht am Styx-Turm ganz genau, was gerade bei mir geht. Ich habe nämlich kaum Zeit. Ich habe normal fertig gespielt, das erste Mal seit langem, dass ich irgendwas nicht fertig spiele an Türmen, also wenigstens durch. Und tatsächlich hat sich das auch im Krieg wieder gespiegelt, denn was ist hier los? Okay. Das haben wir alles abgeholt, genau. Tatsächlich hat sich das auch im Krieg wieder gespiegelt, denn wenn wir hier mein Score uns anschauen, dann sehen wir, ich bin ja normal im Rush schon immer. Also ich mag Rush eigentlich, ne? Man muss viel überlegen, das trainiert mich und den Ausgang mag ich natürlich nicht immer, aber es ist eine Challenge auf jeden Fall, ja. Manche sagen unsinnig und es ist totaler Schwachsinn, aber ich finde, das ist auch eine Challenge, natürlich, ja, 6 Steine und Sieg und so. Aber es kann auch, also muss ja nicht immer so sein. Und manchmal ist es eine Herausforderung, zumindest für mich noch, ne? Wirklich auch die richtigen Moves zu machen. Und so, das ist mir hier nicht gelungen. Ich habe scheiße gespielt. Das ist, wie wir von mir kennen, ja immer hängt es zusammen mit den Störgeräuschen, mit den Nebengeräuschen. Wir haben hier nochmal gratis, holt euch das, Leute. Und genau, ja, die waren halt arg und das merkt man bei mir, ne? Das merkt man einfach. Schauen wir mal, ob Atlantis was Neues bringt. Nein, sie kennen wir schon, ne? Kennen wir sie schon? Ich blicke gar nicht mehr durch bei der Flut von Helden. Aber ich glaube, sie kennen wir schon. 230 in Mittel auf alle Gegner. Und alle Gegner minus 34% Mana-Generation für 4 Züge. Und Eis wird alles reflektiert. Ach nee, reflektiert 115% Schaden auf den Angreifer. Und alle Sachen, die von Eisgegnern kommen, werden blockiert. Genau so war's. Und das war hier aber, glaube ich, auch schon. Ja. Also hat sich nicht viel verändert. Ja, ich werde jetzt diese eine Beschwörung nicht machen. Ich brauche von denen niemand. Tethys wäre geil, aber ich habe auch noch genug zu leveln. Von dem her werde ich die nicht machen. Ich brauche auch keine Beschwörungen mehr für den Pfad. Wir werden allerdings hier... ja, machen wir die doch. Machen wir die doch. Okay, ein Dreier. Ich mach die jetzt, weil ich die Trainer will. Oder? Ach was, oder? Super. Dankeschön. Mega nice. Richtig geil. Und ich hätte gern einen grünen großen hätte ich gern. Aber ja, wir wollen nicht motzen, ne? Blau und die letzte. Und ein 4 Sterne in Rot. Warum habe ich die jetzt gemacht? Also natürlich, das ist super, dass die Äther gekommen sind. Denn schaut euch meinen Forces an. Der Junge ist fast fertig. Der will gebreakt werden. Der will Alpha-Taunt haben, habe ich gehört. Hat mir jemand gesagt. Mir hat man gesagt, der will Alpha-Taunt haben und ist ja Granate, weil...
Das ist auch schon möglich. Das ist ja super. Dann kriegt er den doch. Und zwar habe ich eigentlich gewartet auf hier. Ne? Weil hier wären die zwei jetzt gekommen. Aber durch die fünf, ah, das ist ja super. Dann muss ich fast machen. Okay. Gleich wieder abgestraft. Ja, also ihr seht auch an meinen Dias oder so, ich habe nichts dazu gekauft, ne? Und hier ist jemand gekommen, weil jemand gegangen ist. Ich habe nichts dazu gekauft, genau. Das wird auch so bleiben. Ne? Wir haben jetzt erstmal genug Geld ausgegeben. Ich habe auch, also wie gesagt, nichts gemacht. Und ja, es ist eine Zeit, die herausfordernd ist, wenn man in der Top 100 Ali spielt, weil eigentlich ist das nicht der Anspruch, so abzulosen. Aber Rush, also ich kann mal gucken, ob ich ein Video habe, ich glaube, gemacht. Kann mal gucken, ob ich das vielleicht nachher poste in einem kleinen Ding. Und da sehen wir dann schon, dass ich nicht gut gespielt habe, nicht konzentriert. Drachenschilde in Überfällen, jage Enten. 50.000 Schaden im Krieg. 200.000 Schaden in Überfällen und 100 Kampfgegenstände. Ja, kleine Mana-Tränke und so. 5 feindliche Naturhelden bei Überfällen. 5 lebende Helden. 5 feindliche Paladin-Helden. Paladin ist wenigstens als vertreten, ey. Also bei Druide und so habe ich schon echt gesucht. Oder was war es gestern? Also auf jeden Fall muss ich oft klicken. 3 Helden oder Truppen beschwören. 5 feindliche Naturhelden können wir machen. Und 5 Paladin-Helden können wir suchen. Und alle 5 live. Und, Was? Hier 10 Enten, da beschwören. Beschwören, mach mal. Kaching. Schön, 2er Truppen. Ja, schade. Ja, ich brauch Truppen unbedingt. Die Truppen müssen hoch, das haben wir gemacht. Kaching. Und also Paladin. Natur und alle am Leben. Schau mal rein. Boah. Ach, krass. Das ist doch nicht meine Verteidigung, oder? Paladin, Natur. Paladin, oder? Ja. Natur, Paladin. Ist da noch einer? Er ist Mönch. Sie auch kein Paladin, oder? Nein. Druide, genau, und er ist Zauberer. Aber das können wir machen, da ändern wir das Team. Ja, grüne Quest, warte, ich habe gedacht, die kommt schon viel früher. Ich hab gedacht, die kommt schon viel früher. Na, wo ist er jetzt, der Schlumpf, ey? Wo ist mein Almur? Da ist mein Almur. Wieso ist denn der? Ist der nicht noch? Nee. Hm? Hätte ich gern auf ihm. Und ihr seht die Truppen, ne? Das nächste ist die Magier auf 23. Definitiv. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus für mich. Bisschen grün bitte noch. Nein.
Und ja, sie darf auslösen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist natürlich unangenehm. Aber es geht noch. Krampus wäre ein bisschen Problem. Aber der wird hoffentlich. Schau mal, was das macht. Ja, das reicht für Krampus. So, und dann, ja, er stirbt an Blutungsschaden. Dann machen wir das hier weg, ne? Also, natürlich braucht es noch ein bisschen. Die sterben jetzt nicht von einem Hit, ne? Der dicke Heimdall. Raffaele will irgendwie nicht sterben. Jetzt. Okay. Also Nummer 1. Und alle am Leben. Paladin? Ja. Und kein Alpha-Taunt. Trotzdem würde ich Fock mitnehmen. Und gestern hat man auch gemerkt, dass mir einfach Boni-Entferner fehlen. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich noch einen zweiten Fock level. Und bin auch mega froh, wenn meine Fortuna fertig ist. Weil dieser scheiß Alpha-Taunt all over the place wirklich, wirklich schwer zu spielen war, als Ali dann halt auch in der breiten Masse einfach, ne? Das stellt einen echt vor Probleme, ne? Wir machen das so, der geht ganz hoch, so dass wir dann. Nee. Da habe ich mich verguckt. Joe hier hinten in der Ecke. Okay, wenn man natürlich so viel reinspielt, Andreas. Aber jetzt muss ich fast all in gehen, ne? Joe kommt, komm, kill ihn. Jawohl. Aber jawohl, okay. Konga lacht, Joe, und die killen mich jetzt. Achtung, alle tot. Er geht durch. Und jetzt Jove, der killt alle. Okay. Okay. Noch gereicht, aber es war natürlich auch eine glückliche Kombi hier, ne? Das muss man so sagen. Ja, also nochmal zum Krieg, ne? Das war absolut am Ziel vorbei. Es war einfach echt nicht gut gespielt und ich muss einfach, ich habe das glaube ich vor 3 Wochen oder so schon mal angesprochen. Ein Grüner drin, mach mal so, dass ich mir die Zeiten einfach, ne, ich krieg's einfach nicht hin, wenn mein Kleiner auch hier im Wohnzimmer ist. Ich krieg's nicht hin, anständig zu spielen. Geht einfach nicht. Nein. Okay, jetzt sind wir gefetzt. Dann kümmern wir uns hier zum Khufu. So, er kriegt jetzt erstmal einen dicken Dämpfer von ihm. Jawohl. Dann Quenelle, aber das erste Mal. Da haut sie nicht ganz so fest zu, aber schon anständig. Und dann kriegt er noch 3 gelbe Steine. Jawohl, genau, die haben ihn gekillt. Und sie stirbt am Gift. Das Gift ist einfach massive von Steintank. Das haut schon ganz schön durch, habe ich festgestellt. So, dann kümmern wir uns jetzt hier um die 2 Mädels. Okay, tot. Very nice.
So, dann schauen wir mal, wie viel haben wir? Ja. Ah, da ist wieder das Angebot. Das finde ich gar nicht schlecht. Ne, ich finde das da zum Beispiel echt cool. Und das da geht, ja. Bisschen teuer. Teuer sind sie natürlich. Da brauchen wir. Oh. Aber 119. Halt 10 goldene Wappen, ne? Aber das ist man macht ja nicht die ersten Stufen mit diesen goldenen Wappen. Da macht man die letzten Stufen und dann, aber dann ja, spart's trotzdem ohne Ende. Und hier nochmal kleine. Und 4000 Diamanten, also eine Zehne, das ist verdammt teuer. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist verdammt teuer, das ist schon klar. Und hier haben wir eine. Wir müssen Enten jagen, ey. Man gebe mir ein Gewehr. Sammeln wir den ganzen Krusch mal ein. Sollen wir Werbung schauen? So, wie viel Nahrung haben denn? Die muss hoch. Nein, es lohnt sich nicht wirklich. Die sind auf 17. Da kommt jetzt die nächste. Also in grün ist jetzt eine Mana. Ich habe ja immer noch nichts anderes, die auf 23 kommt. Und dann die andere auf 23. In Rot ist es so, dass ich erstmal die hier auf 23 mache, weil die dann halt, glaub, genauso viel bringt wie eine 29er Mana. Ja, schauen wir mal, das wird schon langsam mit den Truppen, ne? Ich kümmere mich, Lila hinkt echt noch gut hinterher. Da muss die hier noch auf 17, die gibt jetzt 11%, schon so viel wie die. Was haben wir denn in Lila? Da, oh, da haben wir doch was. Oh, die brauchen wir gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jing, batsch, boom. Haben wir Truppenmünzen? Nee, haben wir nicht. Wir haben gar nichts mehr. Ich habe echt alles verblasen. Wirklich alles. Was denn hier eigentlich? Haben wir eingesammelt? Nee, können wir bald wieder. Habe ich Kleriker genommen übrigens. Doch, da kann man noch einsammeln. Und damit können wir auch kombinieren. Und dann haben wir Barbar und Waldläufer. Kompass, Fallenwerkzeug, brauchen wir beides nicht. Barbar oder Waldläufer? Schurke, Mönch, Paladin. Meine Barbaren, kommt da, ah, da kommt er. Ah, das Problem ist, mache ich ihn auch wirklich als erstes? Mein Bone Crusher. Bis dorthin habe ich wahrscheinlich schon wieder Barbarenwappen, auch durch die Quests ein bisschen hier und da. Obwohl ich ihn in Rot echt gebrauchen kann. Ich würde nur gern erst Jana und Zell würde ich wahrscheinlich doch leveln. Und ich würde vor allem mein Grün gern noch verstärken mit ihm als Support, ne? Also Dreier Damage Stack, ein Heiler und er. Was ist sie? Zauberer. Er ist Mönch und sie ist Druidin. Er ist, wie gesagt, Barbar. Waldläufer war es, oder? Waldläufer, ich will auch meine Event-Teams ein bisschen stärken, die Dreier und die Vierer vor allem wieder. Er muss zum Beispiel wieder Wappen kriegen, ist aber auch ein Barbar. Er muss zum Beispiel wieder Wappen kriegen, ist aber auch ein Barbar. Na, ihr seht, bei mir haben die Vierer einfach gar keine Wappen. Ganz, ganz wenige.
Wir rechnen diese Einser und Vierer nicht. Das habe ich damals gemacht, um mir zu merken, okay, den willst du bewaffnen, ne? Er muss zum Beispiel volle Wappen kriegen und auch gebreakt werden. Wie sieht's denn da aus? Nee. 73. Ja, das ist das, ne? Fokus liegt auf 5er, ganz klarer Fall, muss man sagen. Wir nehmen da, wo wir weniger haben, einfach. Wir nehmen Waldläufer. Let's go. Die sind fertig, das auch. Okay, sollen wir noch Turnier spielen? Können wir machen, gibt ein längeres Video. Blutiger Kampf, ich habe hier rot gestellt, ne? Völlig falsch. Geil. Ich hätte blau stellen sollen, nicht Affe. Oh, ist geil. Nee, obwohl. Blau ist gesperrt, oder? Ah ja. Dann passt's. So, wir haben hier ihn, ne, mit dem Gegenschlag. Ja. Das müssen wir runterholen, auf jeden Fall mit Boni-Entfernung. Das wird wahrscheinlich mein Team werden. Ach nein, blutiger Kampf. Du Kopf, hey. Boah, Eskai. Ja, ihr seht schon. Ich sag's noch vorher, ne? Sag noch, ein blutiger Kampf. Okay, er kommt auch in die Mitte. Auf jeden Fall müssen wir hier mal Waddles draufknallen. Na, das ist ganz klar. Und dann würde ich fast. Ja, ich würde ihn auch in die Mitte machen, weil ich muss jetzt das machen hier, weil ich habe ja gar nichts mehr. Ich kann mir gelb verreißen oder lila spielen, um das zu reinigen. Heilung kriegen wir keine rein. Shit. Er hat das Gemana shieldet. Und er reinigt wenigstens. Ne? Er nimmt den Burn runter. Und alles andere auch. Ich muss, das wird wehtun, ich weiß. Ja, der hält aber echt was aus, ne, der Cyprian im Kostüm. Mein lieber Freund, ey. Der hält echt was aus. Ah, ich hätte Kelillan spielen sollen. Nicht gesehen, dass die voll ist. Ja, okay, das tue ich, ne? Da brauchen wir halt drüber reden. Ja. So zieht sich's so durch, Leute, einfach, ne? So zieht sich's durch. Unkonzentriert. Wenigstens reinigen. Ich krieg nicht mal Steine in Schwester S rein hier. In Lijou. Jetzt vielleicht? Ne. Traurig. Genau, will euch gar nicht stressen. Ne? Das Turnier, das wird nichts für mich werden. Genau. Also, das dazu.
schauen wir, wie es weitergeht. Forces wird fertig gemacht und dann der nächste Krieg einfach ein bisschen konzentrierter und dann läuft es wieder. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Bis dann. Grüße gehen raus. Euer SK.